Ah, Stein. Lang ist es her, dass Papa und du wieder in Urlaub gewesen sind, oder? Stein? Lass mich. Stein, was ist los? Geh weg. Stein, warum denn? Ich brauche eine Frau. Wir sind zusammen nach New York gefahren. Wir finden hier schon irgendwas für dich. Nur wir beide ganz alle... Papa, warum darf ich nicht an euren Tisch? Warum bist du... Lukas, wie bist du in das Flugzeug gekommen? Hä? Du hast mich doch als Hund aufgegeben. Und ich habe schon wieder viel zu viel getrunken. Gut, Stein, dann haben wir deinen Bruder wohl auch mit nach New York genommen. Yeah. Hä? Seit wann kommt ihr beide? Ach, ist ja auch egal. Okay, Kinder, wir sind am Times Square. Schaut euch das mal an. Ist das hier nicht geil? Überall riesige Hochhäuser. Guck mal, ja, da dein Schild. Okay, was gibt's denn hier? Hallo? Hallöchen, da gibt's frisches Eis. Wer möchte etwas? Ich will ein bisschen Siegeis. Bitte machen Sie schnell ein Eis. Bitte schnell. Habt ihr 10 Euro? Lukas, ich glaube nicht, also ich würde dem jetzt nicht vertrauen. Ja, könnt ihr. Geil. Eiscreme. Kinder, kommt mal bitte. Okay, ich würde das... Extra viel Schlagsahne. Kinder, wo ist denn jetzt der Koch? Also, das Eis? Ich hätte gern ein Eis. Warte, was macht ihr überhaupt? Das ich will ein epischen Sieg. Was ist mit der... Was ist bitte? Können Sie vielleicht aufhören zu tanzen? Hallo? Nein, heute ist Angebot. Mann. Kostet nichts. Okay, alles klar. Gut, was haben Sie gerade gesagt? Wisst ihr eigentlich, dass hier ein Virus ausgebrochen ist? Nein, keine Ahnung. Niemand hat überlebt, außer mir und meiner Perle. Ich habe dir gerade ins Gesicht geschossen, also... Ja, das ist nicht so schlimm. Ja. Aber, Freunde, ihr müsst aufpassen. Ja. Laufen gefährliche Wesen rum. Psst, Papa, ich glaube, er ist auch eins von diesen Gefährlichen. Gefährlich. Habt ihr Lust auf Eis? Ich, wegen dem Virus jetzt. Yeah. Lukas, nein, Stein, komm mal weg. Stein, setz dich mal bitte hier hin, hier vorne. Lukas, nimm du dir mal erstmal ein Eis und dann probier erstmal. Mal gucken, was der Papa... Lukas, gesund. Lukas, hier, probier das Braune, das ist mit Liebe gemacht. Aber das stinkt. Lukas, nimm das Eis jetzt. Ja, dann gib. Nimm das Eis, Lukas. Ich nehm's doch. Und wie schmeckt's? Papa. Lukas? Mein Bauch. Lukas? Mein Bauch tut weh. Lukas? Was soll das? Lukas! Lass den Penner in Ruhe. Oh Gott, ich bin Penner. Ja, Sie sind hier ein angestellter Bewohner der Stadt. Wo ist denn jetzt die junge Dame? Können Sie uns ein bisschen hier herumführen? Ich meine, Sie scheinen ja der einzige... Das sind Hammer. Ja, Stein, das sind Hammer, ganz genau. Lukas? Lukas, Mann, Alter! Gottes Willen, können Sie meinen Sohn vielleicht im Krankenhaus abholen, den anderen? Das mache ich. Mach mit meinem Sohn eine schöne Zeit. Guck mal, Alpha Stein, so eine große Badewanne. Ja, das ist ein Geschäft, ganz genau. Hier gibt es scheinbar... Stein, wollen Papa und du nicht sich eine riesige Badewanne hier kaufen? Guck mal. Alter. Da können wir immer zusammen drin baden, Stein. Aber du und dann können wir die Krabbe machen. Nein, yeah. Du bist Gesellschaft. Ach, Stein, Alter. Guck mal, wir können hier eine richtig geile Zeit haben. Wir können die Wanne voller Geld machen und dann, weißt du, was ich meine? Nein, ist langweilig. Ist langweilig, findest du? Wir brauchen mehr Leute. Okay. Weißt du, was ich meine? Tatsächlich jetzt nicht so wirklich, Stein. Möchtest du? Achso, okay, gut, Stein, okay, alles klar. Gut, dann schauen wir uns mal weiter hier in New York um. Ist ja eine sehr, sehr schöne Stadt. Kommen Sie mal mit, ich gebe Ihnen eine kleine Tour. Kommen Sie mal geht's mit. Hier besser, Lukas? Besser. Ja? Gut, Lukas, das ist doch schön. Lukas! Wird man hier angezeigt, wenn man jemanden erschießt, oder? Es gibt keine Polizei, Sie können machen, was Sie wollen. Ich kann machen, was ich will? Ja, ist perfekt. Ich kann machen, was ich will! Ich kann mit Lukas machen. Stein, das war der einzige Mensch, den wir hier vertrauen. Stein, das ist nur ein Auto. Also, gut, egal. Junges Fräulein, tut mir leid, dass ich Ihnen eben außerdem ins Gesicht geschossen habe. Das wollte ich nicht. Das bin ich doch gewohnt, dass du mir ins Gesicht schießt. Alles klar. Hier gibt's übrigens Pizza! Gut, gibt's hier vielleicht noch irgendwas anderes an Fast? Da hinten ist ein McDonald's. Da hinten ich ist ein... Ich würde sagen, ich bin doch so ein Typ, der gerne zu Lonely Ladies gerne gehen würde, was oder? Ist das denn? Ja, Lonely Lodge Solos? Das ist mein Laden. Okay, ist das kann hier... Kann ich das mal gerne zeigen? Gehen Sie gerne mal in den Pool. Okay. Ziehen Sie sich aus und entspannen Sie sich. Lukas, hallo, der Papa macht dir gerade Urlaub. Geh mal raus jetzt hier. Aber ich will auch hier hin. Raus jetzt, jetzt Lukas. Eine exklusive Show für euch. Kleinen Moment. Ich gebe dem Herr... Wie ist Ihr Name? Herr Rudolf. Herr Rudolf. Nehmen Sie mal ganz kurz das Geld hier und dann gehen Sie mit meinem Sohn Lukas mal hinten in der Ecke und nehmen Sie mit dem ein bisschen Heroin oder so. Keine Ahnung, ist mir auch egal, echt. Komm, Stein, das wird eine geile Zeit. Lukas, geh jetzt mit dem Mann. Komm, Stein, setz dich hier rein, Alter. Oh, Digga, jetzt könnt ihr mal alle mir nachmachen. Genau. Okay. Entspannt euer Becken. Ja. Genau. Immer schön nach vorne pushen. Sehr schön. Ja. Entspannt euch, euch. Das ist super, der Cluburlaub hier. Lasst es wackeln, lasst es Okay, okay. Oh, das ist auch ein nicer Move. Und wackeln. Jetzt lasst uns hoppeln wie ein Häschen. Und wir hoppeln. Ich kann nicht hoppeln, ich kann... Au, meine Rücken! Au! Oh nein, ich brauche eine Massage. Ja, ich leg mich mal ganz kurz hier hin. Kleinen Moment. Ja, es könnte ein bisschen wehtun. Au! Au! Ist jetzt besser? Oh, ich fühle mich wie knochenlos. Ist ja geil. Ist ja mega. Oh, ja, und blasen Leute, können die sie Zeit auch. What? Was? Okay, das war echt nice. Okay, gut. Ja, dann geht's los.
Stein, die wir suchen jetzt erstmal den Luke. Lukas? Lukas? Du bist noch minderjährig, du darfst an sowas gar nicht denken. Stein, bitte komm mal hier raus. Wer bist du? Fern Sie uns wieder. Können Sie mir ganz kurz... Oh, so groß. Lukas? Oh, alles so hell. Lukas? Au. Ich hab das krank. Ja, Stein, gib ihm den Rest. Hier gibt's eh keine Polizei. Ball. Da war wirklich ein Ball. Alles klar, gut, dann essen wir doch erstmal gemeinsam was. Schauen wir doch mal hier. Autos hier vorne, eine Karre haben wir schon, eine eigene, brauchen Burger wir nicht. King. Burger King? Gib's dir, ich bin in Kickbox. Den was? Möchtest du zu Burger King steigen? Kickbox, ja, die ist neu. Okay, dann gehen wir zur Kickbox. 5 Euro, 2 Chickburger, Pommes, Getränk. Ja, okay, alles klar. Okay, dann warten wir ganz kurz auf den Mitarbeiter hier. Mitarbeiter von jedem Shop, hallo, was wollt ihr? Okay, kurze Frage. Deine Kickbox zu mitnehmen. Warte mal, Stein. Du wollt nix, Tag der offenen Tür. Was ist eine das hier? Kingboxen. Stein. Extra viel Käse. Stein, komm mal bitte ganz kurz raus. Komm mal bitte her. Kaufen Sie uns Stein, bitte. Kauf bitte aufhören Schatz. Zu tanzen. Kauf aufhören Schatz. Zu tanzen. Ich hab Hunger. Stein, ist denn. Komm mal bitte kaufen, her. Kaufen. Ruhe jetzt, nix. Mann. Stein, ist dir nicht aufgefallen, dass hier irgendwas mit den Leuten nicht stimmt in der Stadt? Ja, die sind alle dabei. Also, Stein, der Typ da vorne. Stein, ich weiß nicht. Ich glaube, wir sollten wirklich wieder zurück ins Hotel und vielleicht den nächsten. Ich glaube, du bist hier der Kranke, geh weg. Nee, Stein. Wo ist eigentlich der Lukas? Ich glaube nicht, dass die hier gesund sind. Ich habe das Gefühl, dass. Papa? Lukas, hier vorne. Lukas, hallo. Niemand. Lukas, ich hab mich gesucht. Ganz kurz, die Stadt hier ist, ich glaube, wir sollten hier dringend los. Passt auf, ich würde sagen, wir machen noch eine letzte Sache. Wir gehen hier vorne nochmal in den McDonald's und gucken nochmal hier ganz kurz. Vielleicht gibt es hier was Anständiges zu essen. Dann setzen wir uns hier vorne auf die Tribüne und genießen die große Mitternachtsshow. Habt ihr darauf Lust, Kinder? Nein. Yeah. Lukas, hast du darauf Lust? Ja! Gut, ich schieß dir einmal in die Augen, damit du nur auf einem Auge siehst. Doch, einmal, Papa, Lukas. Warte, darf ich vorher einen MacBig essen? Ja. So, gut. Au. Auf einem Auge. Blind ist er. Oh, schönen Tag, was wollen Sie denn? Können Sie Ihrer Partnerin vielleicht sagen, dass sie damit aufhören sollte? Will die mitnehmen? Nein, Kaffee. Stein, das ist eine Frau. Du kannst... Ich nicht. Warum? Dann musst du mich erst im Shop haben. Okay, Moment. Gewöhnlich. Stein, mein Sohn hätte gern einen MacBig. Hallo? Kauf mein Schiff. Ja, den wollte ich doch kaufen. Wir wollen ja was von Ihnen haben. Stein. Stein! Ich glaub, das gefällt dem Kleinen, was er da sieht. Stein! Hör mir. Stein, bitte! Kauft mein. Papa, können wir bitte gehen? Ich weiß nicht. Lukas, auch wenn ich die von allen. Auch wenn ich die von allen. Alter, Junge, Quickscope, Junge. Okay, gut. Wir haben das geklärt. Wir setzen hier vorne auf die Tribüne. Ich rufe uns einen ganz kurzen Taxi auf der Tribüne und dann warten wir, bis das Taxi kommt. Und dann gibt es nämlich hier die große Mitternachtsshow. Die wird super werden, ja? Setzen wir uns einfach hier hin. So, Taxi. Moment, ganz kurz. Wo habe ich mein Taxi-App? Ja, hier. Moment. So, ganz kurz. Taxi-App. Okay, und der Uber kommt in ein paar Minuten. Okay, die große Show sollte jetzt auch jeden Moment anfangen. Ach nein. Lukas, ja? Siehst du, wer das ist? Okay, ich würde sagen, wir verstecken uns hier vorne in der Baustelle, solange bis das Uber kommt und dann Stein ist egal, das hast du gut gemacht. Komm Stein, komm, wir beide in die Baustelle. Auf geht's. Gut, dass wir im Hotel diese Pömpel bekommen haben und unsere Toilette verstopft gewesen ist. So Stein, wir stellen uns hier oben auf den Kran und hier warten wir auf unseren Uber. Ja, genau so machen wir das. Warte, wir gehen hier auf die andere Seite und wenn der Uber unten kommt, dann sehen wir das und dann können wir dann losfahren, okay? Yeah. Okay. Vorsichtig, diese ganzen komischen Kreaturen laufen ja auch noch irgendwo frei rum. Wo ist denn der Mann mit dem langen Bart? Ich habe ein bisschen Angst vor ihm tatsächlich. Kinder? Haben Sie ein Uber bestellt? Nee, tatsächlich nicht. Also, auf jeden Fall nicht Sie. Wo ist denn der Mann mit dem langen Bart? Hallo? Hallo? Hani, die wollen nicht mit mir mitfahren. Wo bist du denn? Okay, Kinder, kommt mal bitte beide her. Stein, kommt bitte zu mir. Wo ist der Lukas? Gut, Lukas müssen wir leider in dieser zombie-leeren, menschenverseuchten Stadt zurücklassen. Da unten ist die Uber-Fahrerin, aber der Obdachlose, also nicht, also ich weiß gar nicht, was es genau ist. Ich glaube, der wohnt sogar hier. Stein, pass auf, der Mann hat eine Waffe. Hallo, können wir Freunde sein? Würden Sie... Küss mich. Können Sie uns vielleicht zur nächsten Bushaltestelle bringen? Wir würden gerne nach Hause. Klar, kommen Sie mit. Was ist mit mir? Bleib da, Schatz. Genau. Lukas? Lukas, bleib bei mir. Alles klar, gut. Okay, wo geht's hier? Einfach hier nach links. Gut, wir schaffen... geradeaus, nach links. Okay, wenn nach wir... rechts. Okay, nach links und dann nach rechts. Alles klar, vielen Dank. Vielleicht schaffen wir es. Wir schaffen es, ohne Lukas abzuhauen. Komm, Papa, Stein. Warte, ich bin jetzt schnell. Yeah. Oh mein Gott, das ist alles... Hä? Was zum... Oh mein Gott. Stein? Stein, wir sind gefangen! Lukas kehrt immer wieder zurück! Lukas kehrt immer wieder zurück! Das ist ein Albtraum! Oh mein Gott, oh mein Gott. Die Wände, die Stadt ist eingezäunt!
Hauptmann, oh mein Gott! Ah, wo ist Lukas? Ah, mein Sohn kommt immer wieder zurück, obwohl ich ihn umgebracht habe! Ah, nein! Oh, endlich wieder zu Hause. Ich... Ah, oh, ah, 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 ah,